Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Passend zu den Prime Days habe ich mal wieder ein Video ausgesucht mit Dingen, die ich auf Amazon gefunden habe und die einfach praktisch aussahen. Putz- und Haushaltsgadgets finde ich persönlich immer am spannendsten und teste hier mal so ein paar neue auf ihre Alltagstauglichkeit durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und sage aber noch vorneweg, auch wenn manche Produkte hier gut abschneiden, heißt das noch nicht, dass man sie wirklich auch braucht. Also ich finde, die Prime Days oder den Black Friday oder andere Spartage kann man super nutzen, wenn man sich so einen langfristigen, größeren Wunsch erfüllt. Denn da spart man halt prozentual natürlich viel Geld und kauft keinen Kleinkram-Nonsens, bei dem man wegen der Prime Days jetzt vielleicht ein paar Euro spart, die Sachen aber dann am Ende doch nicht braucht oder nutzt. Dann hat man nämlich nicht gespart, sondern trotzdem Geld ausgegeben, das man nicht hätte ausgeben müssen. Aber ich quatsche nicht weiter rum, ihr wisst das selber. Ach so, ein Hinweis noch für alle, die es sonst nicht mitbekommen, weil sie vielleicht kein Instagram nutzen oder nur selten. Ich verlose gerade auf Instagram dreimal unsere komplette Oh-Year-Kollektion. Also da könnt ihr gern vorbeischauen und mitmachen, wenn ihr die haben wollt. Jetzt aber viel Spaß beim Video und beim selber einschätzen der vorgestellten Dinge. Fangen wir doch mal mit großen und kleinen Saugern an. Hierfür interessiert ihr euch ja in der Kategorie Haushaltgefühl immer am meisten. Vielen sind die modernen Sauger aber zu teuer, dann ist das eventuell genau was für die Prime Days. Ich fange mal klein mit diesem Tischsauger hier an. Der hatte mich irgendwie mal angelacht. Ich dachte direkt, das könnte praktisch sein. Der soll angeblich super für so kleine Krümel auf Tischen, in der Küche, im Büro und so weiter sein. Also man sieht, er saugt schon so kleinere Partikel ein. Größere Sachen wie die Kaffeebohne hier zum Beispiel schafft er dann aber schon nicht mehr. Auf der Laptop-Tastatur funktioniert er auch. Und wenn die Kinder zum Beispiel gebastelt haben und so kleine Papierschnipsel, Konfetti-Glitzer oder sowas auf dem Tisch liegt, dann saugt er das auch irgendwie weg. Das landet alles unten in der Öffnung, die aber natürlich auch nicht allzu groß ist. Also die ist schnell voll, wobei wir beim springenden Punkt sind. Also da kann ich doch einfach mit der Hand oder einem Tuch zusammenschieben und die volle Handfläche dann einfach in den Mülleimer kippen. Also das geht schneller, wird gründlicher und ich muss ja eh zum Müll, um den Sauger auszuleeren. Das Gerät hier ist höchstens vielleicht was für die Kinder zum Spielen. Die würden sich freuen, aber dafür ist er natürlich nicht gedacht. Kommen wir zu den großen Kalibern. Also Saugroboter sind zum Beispiel ja eine Anschaffung, für die sich jetzt an den Prime Days viele interessieren und würde sich auch lohnen, wenn man sich schon lange einen wünscht. Es sollte nur der richtige für einen sein. Also ich habe schon viele getestet, deshalb verschaffe ich hier mal einen kleinen Überblick. Transparenterweise muss ich jetzt leider dazu sagen, dass wir die Sauger zum Testen zugeschickt bekommen und ich mit den Firmen auch zusammenarbeite. Leider sage ich deshalb, weil das immer so einen werbischen Charakter direkt bekommt. Ich aber wirklich nur Sachen frontal und direkt vergleiche und empfehle, wenn sie mich wirklich überzeugen. Also das solltet ihr auf jeden Fall wissen und für euch mitnehmen. Genau dafür sind diese Tests ja da und auch sehr wertvoll, finde ich. So, nach circa einem Jahr Test ist der Mach V1 Ultra tatsächlich der Lieblingssauger von meinem Mann geworden. Yes, der ist übrigens der, der hier im Haus regelmäßig die Böden übernimmt. Zumindest seitdem wir auf Saugroboter umgestiegen sind. Hier habe ich ihn auf jeden Fall gerade spontan erwischt und direkt mal mit der Kamera draufgehalten. Aber ich sage euch auch warum und stelle mal den Unterschied zu anderen Saugrobotern raus. Also der Mach V1 Ultra ist ja gar kein richtiger Roboter. Also der wird manuell bedient und herumgefahren sozusagen. Frischwasser muss nachgefüllt und Schmutzwasserbehälter entleert werden. So. Aber der hat ganz offensichtlich eine viel, viel bessere reinigende Wirkung als alle anderen Sauger. Da kommt man jetzt auch mit manuellem Wischen auf gar keinen Fall dran, jedenfalls niemals in der gleichen Zeit. Man kann hier im Gegensatz zu den Saugrobotern halt den Druck selber ausüben und der verteilt halt das Dreckwasser nicht über den Boden, sondern saugt es eben auf. Neben dem Saugen wischt er halt gleichzeitig, das heißt, das ist extrem zeitsparend und er hat sogar eine Dampffunktion, die man manuell aktivieren kann, zum Beispiel im Bad oder in der Küche, bei angetrockneten Stellen zum Beispiel. Aber auf die genauen Funktionen will ich gar nicht weiter eingehen, das würde jetzt den Rahmen des Videos total sprengen, da kann ich euch das Video verlinken, in dem ich das schon mal genauer gemacht habe. Aber der schafft einfach jede Art von Fleck oder Dreck, ist einfach und schnell aus der Station genommen, entfernt sogar Flüssigkeiten zusammen mit Festem und er ist einfach mobil, wir können ihn sofort an einen spontanen Einsatzort holen zum Beispiel oder eben das komplette Haus gründlich und gleichzeitig damit saugen und wischen. Dann reinigt er sich auch noch selbst, muss ich auch noch dazu sagen. Ich wollte gar nicht so ausholen, aber der trocknet auch noch seine Rollen selber. Das heißt, es kommt nicht zu dieser Staunässe, die dann irgendwann so unangenehm riecht. Also unterm Strich ist das eine echte Alltagserleichterung für uns hier. Kein Killefitz jetzt, wie man so schön sagt. Saugroboter finde ich übrigens auch gut, ne? Das sollte das jetzt nicht heißen. Also die sind dann wieder praktisch für so eine tägliche Grundsauberkeit, die man haben möchte, wenn man zum Beispiel jetzt kleine Kinder hat, die viel rumkrümeln oder wieder mit sandigen Schuhen durchs Wohnzimmer latschen oder Haustiere hat, die Haare verlieren und so weiter. Ne? Dann lässt man die rumfahren und aufsaugen, wenn man gerade nicht im Haus ist. Also hat auch was. Aber den Dreck, den der Mach V1 Ultra schafft, schafft so ein Saugroboter einfach nicht.
Ja, und da braucht halt jeder was anderes, hat andere Ansprüche an die Sauberkeit im Haus und so weiter. Aber jetzt sind die Preise im Vergleich zum kompletten Jahr am allergünstigsten. Deshalb für euch hier nochmal so ein kurzer Vergleich. Also ich finde auch als vorausschauendes Weihnachtsgeschenk ist eine gute Idee oder eine gute Gelegenheit. Da kauft man dann halt wirklich wieder teuer. So, dann komme ich mal zu einem kleineren Putzgadget, das mich auch echt schwer begeistert hat. Ich dachte erst, boah, hallo, da geht doch eine Zahnbürste, braucht man da jetzt wieder ein extra Gerät für? Aber als ich das Teil im Haus hatte, hat er sofort abgeliefert. Ich glaube, im Alltag guckt man gar nicht so genau hin, aber als ich den dann ausprobieren wollte, habe ich mir so ein bisschen genauer geguckt nach Fugen und Rillen und so und direkt so ein paar gesehen, in denen ich das Teil dann ausprobiert habe. Und jetzt guckt mal bitte, also unter dem Herd ist zum Beispiel so eine Schmutzstelle, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und boah, was da rauskam, von dem ich nicht wusste, dass es da ist. Also ich habe ja schon mal einen Trick gesehen mit so einem Schaschlikspieß und einem Feuchttuch. Da kann man auch mal mit runterfahren. Aber diese Bürste hier hat es echt getan. An den Wasserhähnen kann man zum Beispiel auch viel besser schrubben. Oder das hier, wie konnte mir das nicht mehr aufgefallen sein? Mit dem Teig kommt man echt überall hin. Hier am Waschbecken, diese Rillen, da ist so viel Schmatter drin. Und mit dem Teig kommt man wirklich gut überall hin. Also unser Kühlschrank ist jetzt relativ neu, aber auch hier, guckt mal, wie gut er in die Fugen reingeht. Am Ofen kann ich mir das Gerät gut vorstellen, in den Badezimmern oder auch beim gründlichen Putzen im Auto. Bestimmt super hilfreich. Also definitiv ein richtig tolles Putzgadget, das bei mir im Putzkörbchen landet. So, jetzt kommt was Klitzekleines, das ich entdeckt habe. Also mache ich immer gerne bei Amazon die Bestseller-Kategorien durchgehen. Und da habe ich hier in der Rubrik Haushalt diese Sauberkugel gefunden. Ich fand die Idee irgendwie witzig. Ich glaube, wir kennen das alle, dass in der Handtasche oder im Schuhrucksack zum Beispiel der Dreck rumfliegt, so wie kleine Krümel, Staub, Haare, Sand und so weiter, ihr wisst schon. Und die Kugel hier soll man in die Tasche schmeißen und die soll dann den Dreck in der Tasche anziehen. Funktioniert also ähnlich wie dieser Putzschleim. Hier ist auch also dieser Schleim in der Kugel drin. Aber mal ehrlich, ich war wirklich überrascht, dass das so viele Leute kaufen. Am Anfang tun die ja vielleicht noch, was sie sollen, aber sobald man die abgewaschen hat, kleben die weniger und weniger. Und ich finde das nach kurzer Zeit schon irgendwie total unhygienisch. Also das ist für mich so ein typisches Killefitz, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, dann kennt ihr vielleicht einen meiner Lieblingsputztipps. Und zwar mit dem Wischmopp so Grundflächen zu putzen. Liegt vor allem daran, dass ich oft Rückenschmerzen habe und das hier tatsächlich gut hilft, aber es geht eben auch viel, viel schneller. Und da hat eine Freundin zu mir gesagt, warum machst du das denn nicht mit Wegwerftüchern? Das ist doch nochmal viel praktischer. Und ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, ist mir eigentlich zu viel Müll, der hier produziert wird. Denn wenn man die Tücher nicht regelmäßig austauscht, verteilt man auch wieder nur den Dreck und da fällt schon ganz schön viel Müll an. So, aber den habe ich jetzt hier auch wieder in der Bestseller-Kategorie entdeckt. Das heißt, die kaufen scheinbar sehr viele Leute sehr oft. Ich habe es bestellt und ausprobiert und ich muss mal sagen, also vor allem an Stellen, an die man nicht wirklich gut drankommt, ist das wirklich eine kleine Wunderwaffe. Also man sieht richtig, wie man den Dreck hier zusammenschrubbt. Da wäre ich jetzt mit so einem Wischmopp irgendwie nicht so motiviert, das sauber zu machen. Den Dreck kann man dann nochmal mit einem normalen Lappen abnehmen, aber das ist schon praktisch hier und die Tücher haben tatsächlich auch eine gut reinigende Wirkung, also die hinterlassen keine Schlieren oder ähnliches. Also hier draußen zum Beispiel stören mich oben in den Ecken immer die Spinnenweben. Da kann man gut mit so einem schon benutzten Staubmagnettuch ran. Aber auch von den Scheiben hier kam echt richtig gut der Dreck ab. Die Staubmagnettücher fand ich zum Beispiel auch für die Holzpaneelen ganz praktisch. Da sammelt sich nämlich tatsächlich der Staub. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, als wir die angebracht hatten. Und schaut mal, was da rauskam. Also hat was, aber wird auch relativ teuer, wenn man immer wieder die Tücher nachkaufen muss. Und ist, wie gesagt, auch nicht besonders nachhaltig. Deshalb vielleicht ein ganz gutes Kombinationsprodukt dann mit abwaschbaren Staubwedeln oder so. Oft kann man sich auch einfach vorbeugend helfen. Ne? Da finde ich zum Beispiel den Tipp auf den Küchenschränken hier erwähnenswert, weil ich das hier auch versucht habe zu putzen gerade. Hier sammelt sich halt durch die aufsteigenden Fetttröpfchen vom Kochen so ein Fettfilm, in dem sich der Staub fängt. Und putzt man das jetzt nicht regelmäßig, dann entsteht hier irgendwann wirklich so eine fette Dreckschicht, die man echt nicht mehr sauber kriegt. Und da kann man sich zum Beispiel gut mit Küchenkrepp helfen. Das saugt die feinen Fetttröpfchen einfach auf und eine Lage davon oben auf den Schränken stört auch optisch nicht und man kann sie meinetwegen ein- oder zweimal im Monat einfach austauschen und hat es da oben immer sauber. So, dann fand ich das Gerät hier noch interessant. Ich mag ja diese Wasserhähne, die so einen Duschkopf haben, den man in alle Richtungen bewegen kann und gezielt zum Beispiel das Becken oder Dinge abspülen kann. Im kleinen Badezimmerwaschbecken könnte man hiermit sogar das Spülen oder Gesichtwaschen vereinfachen und Wasser direkt in den Mund oder ins Gesicht laufen lassen. Das ist ja bei kleinen Waschbecken schon super praktisch, wenn das Wasser nach oben läuft. Einfach montiert war es auch, also mit so einem beiliegenden Werkzeug. Ist einmal der normale Wasserhahnstupfen hier, ich weiß nicht, wie der heißt, abgeschraubt. Der alte Gummiring wird dann praktisch ins neue Gerät versetzt und so ein zweiter Dichtungsring kommt in die gegenüberliegende Seite. Und dann kann man losbrausen. Also am schwarzen Wasserhahn hier ist es alles andere als schön, finde ich, aber an Silberfarben. Und wenn man nicht so viel Wert drauf legt, warum nicht? Also ich finde, das Produkt kann was, aber in der Küche nehme ich es jetzt hier erstmal wieder ab. Dafür gefällt es mir optisch einfach nicht gut genug. So, ich beende hier mal.
hoffe wie immer, ihr konntet was mitnehmen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Video.